Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Bahnfinders. Ich sag's mal gleich vorweg, ich denke mal, es werden noch so zwei, drei Folgen vielleicht kommen. Und dann werde ich dieses Projekt hier abschließen, weil es ist so wirklich doch schon irgendwie immer dasselbe, was hier passiert. Ich werde so insgeheim für mich so noch die Platin-Trophäe erspielen, weil die wohl relativ easy ist. Ja, so viel dazu. Wir müssen jetzt ein neues Objekt ersteigern und wieder einen Missionsgegenstand finden und verkaufen. Aber erstmal müssen wir die Kaution überleben. 8000 sollten wir uns mindestens einstecken. Wir haben jetzt 13. Schauen wir mal. Und wenn wir dieses Event hier gewonnen haben und abgesucht haben, gibt es wohl wieder eine Sonderveranstaltung. Die erste habe ich ja in dem Stream gezeigt. Den habe ich, glaube ich, auch hier in die Playlist gepackt. Könnt ihr euch gerne angucken. Die habe ich aber unkommentiert gemacht. Ihr braucht echt starke Nerven, weil der Sound bei der Auktion, das ist einfach zu kurios. Aber man kann da, glaube ich, fünf oder sechs Garagen ersteigern. Die erste war easy. Die habe ich alle geholt. Hatte irgendwie 6000 Euro auf Tasche. Und das hat sich, ja, rentiert, sag ich mal. So, fangen wir an. Zum Starten. Das geht locker über 8000, das weiß ich jetzt schon. Das Geräusch meine ich. Ich weiß was du. Oh! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also sonst geht es immer über den Minimumpreis, den wir einstecken sollen, wenn wir zu einer Auktion gehen. Diesmal sind wir wesentlich drunter. Gut, das Gelände gehört uns. Was war jetzt hier eigentlich? Das Questobjekt. Das kann man gar nicht nachgucken. Aber ist nicht schlimm. Wir holen eh alles. So, Lampe, Axt. Mehr brauche ich das erste nicht. So, ich habe auch schon im Stream gezeigt, wie man Dinge repariert, sauber macht und montiert. Das ist eine ganz geile Sache, wie ich finde. Gerade das Montieren. Oh, könnt ihr euch gerne mal angucken. Was? Jetzt erst recht. So, da gehen wir gleich hin. Die Areale sind hier manchmal ziemlich groß. In dem Stream war ich auch in einem Moor, also Ma ja, Moorland, also Marschland. Was ist denn das? Moormarschland. Das hat sich ziemlich weit erstreckt. Oh. Oh, wo sind wir jetzt? Bei 7 Days to Die? Steine mit Axt verkloppen hier. Aber die geben nichts. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Ein Bunker? Ist das ein Bunker? Sie beobachten mich. Sie beobachten mich, sie beobachten mich, sie beobachten mich. Okay, wer denn? Was denn? Was ist denn los mit dir? Oh. Kann man gut verkaufen. Die Ressourcen ja Holz und die anderen Sachen, die ich aufsammle, brauche ich fürs Reparieren. Hier brauche ich eine. Ha. Versuche die Kika zu finden. Du blödes Alien. Ach so.
nicht schon wieder, ey. Wo ist denn der Schalter? Brauche eine Keycard. Gut. Ich höre schon wieder so ein Sammelobjekt. Alien, go home. Guck dir mal an. Na, das ist ja ein blödes Versteck. Sie nannten mich verrückt. Deshalb bin ich seit mehr als einer Woche hier. Jetzt sind es nur ich und Mr. Fox. Mr. Fox? Wer ist der Mr. Fox? Wer zum Teufel ist Mr. Fox? Ein Comic. Also eine Seite eines Comics. Auch Sammelobjekte. Gut. Hä? Was geht denn das nicht? Eine blaue, ich habe eine rote, ne? Was ist das für ein Quatsch? Oder? Warte mal. Ich muss richtig rauf. Dann kann ich den Strom wieder ausmachen. Ne, hier brauche ich eine andere für. Haha, eine andere. Oder kann ich die wieder rausziehen? Ne. Gut. Hier machen wir erstmal das Gejaul weg. Bodenaufwertung. Ich weiß noch nicht, wie man das macht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Brauche ich alles zum Reparieren? Ich höre noch so eine Aufwertung. Was ist denn das? Hellstorm-Rucksack. Das ist ein Teil eines Ganzen. Nehmen wir mit. Motorrad. Ja, ich glaub, ja, Motorrad war das. Habe ich auch schon zusammengesetzt. Dann. Ich bin jetzt beim Froschzirkus bei. Ja, klingt voll spannend. Bringt aber gutes Geld. Und Geld ist hier das, ne, das höchste Gut hier in dem Spiel. Da ist die andere. Tag 23. Ich und Mr. Fox entwickeln ein neues System von Kartenschlüsseln, damit wir unser Essen, unser Bier und unsere Comics vor ihnen schützen können. Ah ja, okay. H2O-Booster. Alles mitnehmen hier. Ah, Mist. So, was hätten wir hier? Geräusch macht mich wahnsinnig, ne? Oh, wieder ein Stück von einem Ganzen. Ich habe keinen Schlüssel. Kein Schlüssel. Ah. Was brauche ich denn jetzt hier für eine Karte? Wasservorrat.
Say watching me. Na klar, mal ein paar Stahlrohre einfach mal so kaputt hauen. Das funktioniert. Ja, jetzt bin ich hier, aber wie komme ich jetzt hier rein? Ist ja komisch. War hier noch eine Tür? Nee. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Ratlos. Finde ich die Karte ja im Hauptgebäude in der Scheune. Naja, schauen wir mal. Ich gehe mal später noch mal hierher und gucken mal nach. Obwohl ich stark davon ausgehe, dass die im Bunker liegt, aber ich gerade nichts gesehen. Wenn ihr was gesehen habt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Okay, kann ich graben. Ja, sieht sehr komisch aus, ich weiß. Oh, was haben wir denn da? Ein Staubsauger. Oh. Das findet man doch immer im Dreck, oder? Eingezäunt so. Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Oh. 1500. Den nehmen wir nachher mit. Wenn wir die Karte hier beenden. Gut. Kommen wir schon hier in die Scheune? Oh, Tatsache. Ich will noch mal kurz hier lang gehen. Aha. Geht alles auf. Sehr verdächtig. Das ist sonst nicht der Fall. Gut. Dann rein. Halt. Hallo? Die habe ich beinahe vergessen. Never find my secret bunker. Doch, gefunden haben wir ihn schon. Uns fehlt aber noch eine Karte. One keycard is missing. Oh, schöner Hut. Junge, hier war stark Paranoia am Start. So, hier lag überall nichts. Ein Zementmischer. Komm, wenn der keine 500 gibt. Was? Gut, den muss ich reparieren. Ah nee, der wird trotzdem nicht teurer. Den kann ich nur nicht verkaufen. Den muss ich erst reparieren. Den kann ich für 250
Verkaufen. Wo ist denn jetzt hier Keycard? Ich brauche noch eine Keycard. Oben gehe ich gleich. Stuhl, der war ein bisschen teurer. Tja, Fox is on the watch. Der Fuchs ist am Beobachten. Ach. Ist das mein Questziel? What? Hey, die haben coolen Musikgeschmack. 105. Das kann nicht das Questding sein. Das war es nicht. Fox ist unser Wort. Mann, die wiederholt sich. Komm ich darüber? Sorry. Was ist das? Tja, jetzt bin ich aber überfragt. Wo sollen wir denn noch suchen? Es müssen ja noch einige Gegenstände über sein. Aber wo? Wo nur? Scheune aber durchleuchtet. Oder warte mal, geht's da weiter? Nee, glaube ich nicht. Hä? Zum Bunker, hier geht es nirgendwo hin. Oder doch? Bring jetzt? Hallo? Noch ein Bunker. Schlüssel, oder? Wo kriege ich denn den her, Mensch? Das war nicht mehr schön. Wo soll der sein? Jetzt hier weiter. Also, wir suchen einen Schlüssel und eine Keycard. Na, wunderbar. Der Schlüssel könnte irgendwo in der Scheune hängen. Ich habe ja schon öfter mal einen Schlüssel an der Wand übersehen in anderen Objekten.
Jetzt wieder zu Dings. Ich schaue mich nochmal in der Küche, wollte ich gerade sagen, in der Scheune um. Da irgendwo was hängt. Oh, ich dachte gerade. So, letzte Chance oben. Wenn nicht, noch mal ganz kurz im Bunker und dann habe ich auch keine Ahnung. Hast du hier was in der Hand? Oder runtergeschluckt oder so? Auch nichts drin. Oh, bin ratlos. Was steht da? Foxel, let me know. Hä? Fuchs, lässt es mich wissen. Was denn? Tja, Leute, das sieht schlecht aus. Tja, dann geht noch mal kurz in die in den Bunker. Tja, das ist ja jetzt blöd. Wir haben zwei verschlossene Türen. Ich brauche einen Schlüssel und eine Keycard. Beides finde ich nicht. Ist natürlich mies.
Vielleicht hängt ja hier irgendwo. Vielleicht hängt ja hier irgendwo der Schlüssel zu dem Tor. Aber hier waren wir doch schon. Kann ich hier aufgehen? Ich kann aber nicht springen. Kann sein, dass wir wieder hier ein Geheimfach haben irgendwo, aber sieht die so aus? Tja, Leute, ich habe offiziell keine Ahnung. Ich werde das mal ein bisschen offscreen noch weitermachen. Und wenn ich dann was gefunden habe, werde ich euch das in der nächsten Folge mal kurz zeigen. Man kann ja überall wieder hinreisen. Für umsonst. Man muss auch kein Benzin oder Diesel mehr kaufen. Man kann einfach herfahren und dann zeige ich euch mal genau, wo die Sachen gelegen haben, wenn ich sie finde. Ne? Also, bis dahin, macht's gut. Wenn euch diese Folge gefallen haben sollte, ihr wisst ja, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren, würde mich tierisch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.